Herrlich, meine Freunde. Mein Name ist Tomageddon und ich muss, glaube ich, ein bisschen leiser reden, denn es hier ist 1.05 Uhr am Morgen. Ist doch die beste Zeit, in Pokémon Go aufzunehmen, nicht wahr? Naja, ich habe mir überlegt, ich stehe mal auf, beziehungsweise ich war gerade noch wach. Ich wollte das neue Projekt aufnehmen. Oh, da ist ein Pokéstop. Aber es hat nicht so gut geklappt, wie es wollte im Endeffekt. Und zwar hatte ich technische Probleme, deswegen habe ich mich jetzt einfach dazu umentschieden, rauszugehen und ein paar Pokémon Go um 1.05 Uhr aufzunehmen. 1.06 Uhr, pardon. Naja, wir holen uns am besten mal den Pokéstop, ein paar Pokébälle, kann ja nicht schaden. Ich bin übrigens Level 20 geworden. Road to Level 30 ist am Laufen, natürlich wird das ein bisschen länger dauern. Ich meine, 50.000 EP! Wer zum heiligen Bimbanius kann so viel EP sammeln? Ich habe keine Ahnung und es ist total komisch, um diese Uhrzeit draußen rumzulaufen. Aber naja, was soll man machen? Ich wollte eigentlich... Ist voll ruhig. Oh, ich gehe über Rot über die Straße. Ich bin ein Bad Boy, nein, das, was ich machen werde, ist eigentlich Arenen einnehmen. Das wollte ich zwar machen, allerdings wird das, glaube ich, nichts, da die ganze Stadt irgendwie Team Gelb ist. Oh, ich glaube, da war gerade jemand in der Arena. Naja, wir gehen mal am besten dorthin. Im Übrigen, wir können ja schon ein bisschen über Pokémon Go reden. Es kam in den letzten Tagen wieder ein Update raus, wo man wieder die Pokémon, die in der Nähe sind, leichter finden kann. Habe ich zumindest so gehört, ob das jetzt stimmt, keine Ahnung. Wie wir hier sehen, Gras ist da, aber... Was genau soll uns das Gras sagen, verstehe ich nicht so ganz. Hier haben wir es ja, Carpadorn. Wir schauen mal auf die Bonbons. Ich hoffe, man kann dich einigermaßen gut sehen hier im dunklen Schatten. Naja, Carpador. 414, wow, da geht das Licht an. 414 Bonbons. Ja, wir können Carpador entwickeln. Aber ich glaube, davor werden wir es erstmal power-uppen. 2500 Sternstaub kostet das power-uppen. Boah. Wenn es so ruhig ist auf den Straßen, hört man sich selber noch viel lauter. Naja, egal. Ich würde sagen, wir power-uppen es einfach mal hier. Ich hoffe, man kann mich jetzt gut sehen, ja? Power-Up. Ein Power-Up plus 3 gibt das echt nur? Naja, wir entwickeln es mal. Ich will nicht allzu viel Sternstaub für das Carpador hinlegen, denn wir kriegen jetzt ein Gyarados. Wie cool ist das? Und ich glaube, mit Gyarados kann man relativ gut Arenen einnehmen. Wir schauen mal am besten, wie viel WP das Gyarados haben wird. Oh, ich habe ein Gyarados, das fühlt sich mega genial an. Huiuiuiui, das ist cool, muss ich zugeben, ja? Okay, wie viel WP? Das ist jetzt der spannende Moment, liebe Freunde. Erstmal Pokédex-Eintrag. Muss natürlich sein, ne? Was wäre da... 1500! Uiuiuiui. Allerdings hat es nicht so die besten Attacken. Denn Windhose ist nicht so toll, Feuerodem. Ja. Naja, wir schauen mal am besten, wie es im Kampf aussieht. So, im Übrigen, wenn wir schon mal dabei sind, können wir ein bisschen über meine Pokémon reden. Ich habe letztens, das war so mega geil, ein Aquana gefangen. Einfach sowas da, das war... Ein wunderschöner Moment. Cool, wir können einen Pokéstop öffnen. Wieder ein paar Pokébälle, Himbeere. Nice. Oh mein Gott, es ist 1 Uhr und da kann man erwarten, dass irgendwas Specialiges kommt. Nein, es kommt ein Taubsi. Ein Taubsi, wow, mich sieht man jetzt gar nicht mehr. Moment, ich gehe ins Licht. Jetzt dürfte man mich wieder ein bisschen sehen. Ein Taubsi mit 298 WP. Na, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich mag es lieber, wenn ich Taubsis irgendwie fange, die nicht so eine hohe WP-Anzahl haben, denn das Einzige, was mich interessiert, ist der Sternstaub. Und das war's auch schon. Und das ist immer so schwer, einen Taubsi zu fangen, aber wir haben es instant gefangen. Geht fit. So, wir sind jetzt hier bei der Arena. Zwei Flamaras sind drin. Wir können theoretisch gesehen unter Gyarados drin stehen lassen. Aber ich würde es doch lieben gerne mal testen, wie stark es in Arena-Kampf sein wird. Hat zwar nicht die besten Attacken, aber mal schauen. Eventuell kann das Gyarados ja doch noch etwas reißen. Wow, ich bin komplett allein in einer so riesigen Straße. Naja, egal. Wir schauen mal am besten, wie Gyarados sich so bewegt. Gyarados bewegt sich auf jeden Fall schon mal sehr schlangig. Sieht auch sehr schlangig aus. Aber kann anscheinend nicht so viel einstecken, fällt mir gerade auf. Ne? Das finde ich etwas schade, aber was soll man machen? Aber die Windhose, die er einsetzen kann, setzt er relativ oft ein. Aber trotzdem, ja, gefällt mir Gyarados ganz und gar nicht. Was war das denn gerade für eine Attacke von Flamara? Flamara hat 500 WP weniger als wir. Oh, wir haben ein richtig mieses Gyarados bekommen, fällt mir gerade auf. Das ist blöd gelaufen. Wir haben megamäßig blöde Attacken. Vor allem, wir haben eigentlich einen deutlichen Vorteil gegenüber Flamara. Wir sind ja noch ein Wasser-Pokémon. Wir haben leider keine Wasserattacke. Oh Mann, ey, das ist mega blöd gelaufen mit dem Gyarados. Naja, ich würde sagen, wir lassen es trotzdem mal hier in der Arena. Kann ja nicht schaden, aber ich tue es erst gleich in die Arena rein. So, Arena wurde jetzt erstmal gelevelt. Geht fit. Beziehungsweise die Prestige ist gestiegen. Naja, ich lasse mal Gyarados am besten hier in der Arena. Mal schauen, was Gyarados hier so reißen kann. Und das, was ich erst erfahren habe, wann war das? Gestern, vorgestern, keine Ahnung. Hätte ich sie auf jeden Fall früher erfahren müssen. Wir sehen ja gerade, ich habe 20 Münzen. Und zwar, wenn man ein
Pokémon in der Arena lässt, wenn man da oben auf das Schild drückt, dann kriegt man Münzen. Das wusste ich früher nicht. Ja, es tut mir leid, das wussten irgendwie alle außer ich, aber hey, jetzt weiß ich es wenigstens. Und da bekommt man immer pro 22 Stunden oder 21 Stunden 10 Münzen pro Arena. Das heißt, wenn man 10 Arenen eingenommen hat mit 10 Pokémon, kriegt man, Entschuldigung, so gesehen 100 Münzen. Pro 21 Stunden, das ist cool. Aber wenn nachher die Arena eingenommen wurde, ist das natürlich suboptimal, denn dann kriegt man keine Münzen mehr. Und deswegen muss man immer wieder mal nachts am besten rausgehen, da die wenigsten hier aktiv sind. Und dann kann man einfach sich ein paar Arenen snaggeln, um Münzen zu snaggeln. Naja, ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg zu der nächsten Arena um 1 Uhr morgens. Echte Pokémon-Trainer kennen keinen Schlaf. Echte Pokémon-Gener... Gener. Ich gehe hier gleich auch um. Echte Pokémon-Trainer gehen um diese Uhrzeit auch raus. Ein Ratzfratz, wieder ein super seltenes Pokémon, was sie um diese Uhrzeit bekommen. Ich meine, was Besseres um diese Uhrzeit kann man gar nicht bekommen, oder? Glaube nicht. Ich glaube nicht. Also was Besseres wird mir so spontan nicht einfallen. Naja, wir gönnen uns mal das Ratzfratz und versuchen mal dennoch, den Pokéstop dahin abzufahren. Und Ratzfratz kämpft und kämpft und will einfach nicht aufgeben. Mann, das ist mega nervig. Naja, eventuell jetzt 3 Pokébälle habe ich jetzt schon für Ratzfratz verschwendet und mehr will ich ehrlich gesagt auch gar nicht verschwenden. Das wäre extrem blöde, komm schon. Ja, ja. Dankeschön. Naja, super Tränkebeleber. Und ein Taubsi war vorhin... Magic, das Taubsi ist weg. Aber dafür ist das Taubsi jetzt da. Ich versuche mal mein Gesicht so zu beleuchten. Na okay, ich lasse es mal am besten. Oh, hier kommen wieder mehrere Autos vorbei. Das sieht auch super aus, wenn ein Junge um 1 Uhr morgens... Ja, sagen wir 1:30, Pokémon fängt und sich dabei filmt. Das ist komisch, ja. Aber ich bin ein Pokémon-Trainer, der auch um 1:30 morgens rausgeht. Und ich bin stolz drauf. Und noch ein wieder super legendäres Ratzfratz. Also nachts fängt man mehr Shit als... Wow. Was ist mit dem Pokéball passiert? Nachts fängt man eindeutig mehr Shit als am Tag. So, nächsten Pokéstop, den wir abgrasen können um 1:30 morgens, fast 1:30 morgens. Wieder nur Pokébälle. Ich habe schon Hyperbälle freigeschaltet auf Level 20. Ist das möglich? Wow, das Epilepsie-Licht. Aber ich bekomme nie welche. Sind die echt so selten? Also wenn einer von euch Level 20 ist, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Sind die echt so selten? Ich war da gerade und da war so ein Typ auf dem Balkon. Der hat dann so runtergestarrt und mich gesehen. Der hat so runtergerufen, was ich gemacht habe. Allerdings habe ich da leider die Kamera ausgehabt. Das fand ich voll schade. Auf jeden Fall habe ich so gesagt, ja, ich spiele ein bisschen Pokémon Go. Dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Er war auch in Team Gelb. Das war ein vernünftiger Typ. Mann. Ich hätte aufnehmen sollen. Und dann sind auch wieder welche. Die gucken mich an. Gucken weg. Cool. Naja, ich bleib mal mitten auf der Straße stehen, um das Taubsi zu fangen. Und es wird was, hoffe ich zumindest mal. Komm schon, Taubsi. Danke. 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 Wir haben ein super seltenes Taubsi gefangen. Naja, versuchen wir trotzdem noch irgendwas zu finden. Es ist halt immer schwer in den Pokémon Go Parts, was man irgendwie macht. Denn es ist vor allem 1 Uhr morgens. Ich kann nicht besonders viel machen. Und ist irgendwie immer dasselbe. Aber trotzdem ist das spaßig. Vor allem, ihr mögt das so gerne, weil ich so Real-Life-basierte Dinge mache. Und das ist gerade 1:30. Und ich labe dann halt nur noch Müll. Und ich versuche mal irgendwas Entertainment zu machen um 1:30 am Morgen. Naja, wenn wir schon mal auf der Straße sind, zeige ich euch jetzt das, was man im Shop bekommt. Man kann jetzt auf jetzt erhältlich drücken und bekommt 500 Sternstaub und 10 Münzen. Das ist das mega geniale am Pokémon Go. Und zwar kriegt man die Münzen eigentlich relativ einfach. Ich meine, man setzt ein Pokémon rein, holt sich schnell die Münzen und kann in 21 Stunden auch wieder was holen. Wenn man sogar noch mehr Pokémon-Arenen eingenommen hat, kann man sogar noch mehr Münzen holen, noch mehr Sternstaub. Und das finde ich mega genial. Das Spiel ist kein Pay-to-Win-Spiel und ich würde auch sagen, das war's mit dem heutigen Part, glaube ich zumindest. Ich habe keine Ahnung, wie lang der Part ist. Ich hoffe mindestens 5 Minuten. Wenn der kürzer sein sollte, tut's mir leid. Dann versuche ich noch irgendwie Gameplay-Material irgendwo herzuholen, sodass der Part minimal länger wird. Deswegen rede ich auch gerade so viel, weil, keine Ahnung, ich irgendwas machen will. Wobei, wir können noch eine Sache tun. Und zwar habe ich ja noch ein bisschen Sternstaub, wie man vorhin eventuell gesehen hat. Und zwar will ich Halligalli Knaller noch ein bisschen leveln. Das stärkste Pokémon, was ich habe, will ich ein bisschen leveln. 1400, genial. Das ist das lauteste Schnarchen, was ich je in meinem Leben gehört habe. Naja, ich nutze mal jetzt noch diese Zeit, um ein bisschen so zu vloggen. Denn nächste Woche ist ja die Gamescom, von daher muss ich sowieso ein bisschen üben, mit der Kamera rumzulaufen und falls andere Menschen kommen, auch davor zu reden. Denn ich will meine Angst vor Vloggen so ein bisschen wegbekommen und daher brauche ich ja minimal Übung. Ich hoffe, man kann mein Gesicht einigermaßen gut erkennen.
Was ich eher nicht glaube, auf jeden Fall. Deswegen, ich wollte eigentlich vorhin das neue Projekt aufnehmen, was eigentlich hätte heute erscheinen sollen. Allerdings gab es ein paar Probleme und ich glaube, dass das Projekt, was ich geplant hatte, nicht starten wird. Im Übrigen soll das Projekt Mario Sunshine sein, kann ich schon mal so spoilern. Allerdings wird das Projekt doch schon auf mehrere Monate, denke ich mal, verschoben. Hat den einfachen Grund, ich habe versucht, das aufzunehmen in 60 FPS, hat nicht funktioniert. Also das Spiel lief gar nicht in 60 FPS, weil ich die Einstellung nicht gefunden habe. Ich habe halt die Dolphin-Version 5.0, für die, vielleicht kennt sich jemand aus, ich frage mal so kurz, habe ich einfach nicht gefunden, in 60 FPS aufzunehmen und dachte ich mir so, okay. Und jetzt saß ich über 4 Stunden dran, weswegen es auch schon so spät ist, sonst hätte ich schon längst irgendwas anderes aufgenommen. Deswegen muss es eine Pokémon Go-Folge um 1:30 am Morgen sein. Deswegen, ja, muss ich ein neues Projekt finden. Pokémon Go wird ja so gesehen pausiert oder es werden weniger Parts in nächster Zeit kommen, da diese Parts immer relativ zeitintensiv sind, vom Schneiden her, vom Aufnehmen her. Aber hey, ich komme an die frische Luft und irgendwann sind die Parts meiner Meinung nach auch ein bisschen eintönig, muss ich so sagen. Ist meine Meinung und ja, wir schauen am besten mal, wie es in der Zukunft aussieht. Ich habe ja bereits erwähnt, Pokémon Go wird nur noch kommen, wenn größere Updates kommen, wie zum Beispiel mit den nächsten Generationen oder mit den legendären Pokémon. Dann eventuell wird irgendwann mal was kommen. Mal schauen. Naja, jetzt war es das mit den kleinen Endschlussworten. Wir schauen mal, was das neue Nintendo-Projekt wird, was morgen wahrscheinlich kommen wird. Muss ich mir so auf die Schnelle überlegen, was da so alles kommen kann. Naja, ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Part von Pokémon Go. Und ich sehe dich in der nächsten Folge. Bye, bye.